Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Genossinnen, Genossen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich anfange, muss ich jetzt doch eine kleine Geschichte erzählen. Die hat sich 2004, Janine, abgespielt. Ne? 2004 bin ich also durch die Gegend gereist und habe unter anderem auch in Frankfurt gesprochen, um die WASG auf den Weg zu bringen. Es war ein wunderschönes Wetter, ein Biergartenwetter, Sommer war es traumhaft und die Veranstaltung war in einem Keller. Das war der Keller Voltaire in Frankfurt. Was das genau war, wusste ich damals noch nicht. Das war der berühmteste linken Treffpunkt in Frankfurt. Die Janine saß am Podium, die hat die Veranstaltung geleitet, ich sollte da reden. Und dann bin ich reingekommen und habe die Rede damit begonnen, dass ich gesagt habe, es muss in diesem Lande sehr schlecht sein. Es muss sehr schlecht um dieses Land bestellt sein, wenn man bei diesem schönen Wetter in einem Keller sitzt. Daraufhin waren die alle sauer. weil das erstmal ihr berühmtester Treffpunkt war, weil wir haben die Veranstaltung gut geleitet und wir haben es gut hingekriegt. Und jetzt, Janine, hockst du im Wirtschaftsausschuss, im Landtag, ich im Bundestag, irgendwie ganz witzig, ne? Vor allen Dingen freut es natürlich den Gegner. Bei mir war es übrigens so, dass mich der Kubicki vorschlagen musste, der von der FDP. Für den war das natürlich ein ganz besonderes Erlebnis, dass er den Linken vorschlagen muss zum Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber das Thema ist heute ein anderes, nämlich unsere Aschermittwoch-Veranstaltung. Und ich komme nicht umhin, noch mal was zum Fasching zu sagen. Der Fasching ist ja eigentlich so eine Gelegenheit, auch in Bayern, wo die Unteren sich trauen, gegen die Oberen was zu sagen. So als Fasching, als Scherz, weil man sich ja sonst nicht so richtig traut. Also die Unteren kritisieren die Oberen, ziehen die durch den Kakao. Jetzt hat die AKK, also erinnert mich irgendwie an PKK, die ist schon verboten bei uns. Ne? AKK, Annegret Kamp-Karrenbauer, hat sich also lustig gemacht über Transsexuelle. Sie hat da was Wesentliches missverstanden bei diesem Fasching. Aber das Schlimme ist, ich glaube, sie hat ganz genau gewusst, was sie da tut. Sie kommt nämlich aus einem stockkonservativen Land und ist da, wie ich mich informiert habe, immer aufgetreten, auch im Fasching, als Putzfrau Gretel. Vielleicht hätte das bleiben sollen, Putzfrau Gretel. Denn das, was sie hier gemacht hat, ist eigentlich eine unerträgliche Beleidigung von Transsexuellen gewesen. Das geht auch im Fasching nicht. Und wenn die eigene Partei ihr sagt, sie soll sich entschuldigen, die fehlt noch die Entschuldigung. Es ist dringend notwendig, dass sie das macht, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Die Welt ist durcheinander. Wir haben in den Vereinigten Staaten einen Präsidenten, wo man den Eindruck hat, das Ende der politischen Seriosität ist erreicht. Wer solche Freunde hat, das sollte sich auch die Bundesregierung überlegen, braucht eigentlich keine Feinde mehr. Es droht ein neues Wettrüsten, Handelskonflikte. Überall sind Nationalisten auf dem Vormarsch. Die AfD. Also wenn es in Deutschland wieder möglich ist, dass ein Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag den Faschismus als Fliegenschiss in der Geschichte bezeichnet, liebe Genossinnen und Genossen, dann ist es so grausam, dass wir einfach nur wirklich alles dafür tun müssen, dass dieser Spuk AfD so schnell wie möglich wieder vorbei ist. Ich komme später nochmal drauf zurück. Wir haben inzwischen deutsche Unternehmen, die weltweit agieren und die man nur noch als kriminelle Vereinigung bezeichnen kann. Die Deutsche Bank, die Automobilindustrie, unerträglich, wer hätte das vor einiger Zeit noch geglaubt. Und im Übrigen, wenn man fragt, wo sitzen die eigentlich, die ganzen Kerle, die das geschafft haben, die deutsche Industrie so in Misskredit zu bringen. Sie sitzen leider noch nicht, das ist das Problem. Sie laufen alle noch frei rum, zumindest bei uns. In Amerika ist das teilweise anders. Auch da haben wir dringend Nachholbedarf. Und, liebe Genossinnen und Genossen, die Spaltung in Arm und Reich nimmt zu. Und all das veranlasst mich nochmal Hölderlin zu zitieren. Wo die Gefahr wächst, wächst das Rettende auch. Das Rettende können eigentlich nur wir Linken sein in der Situation. Und deshalb freut es mich, dass wir in vielen unserer Landesverbände Zuwachs haben bei den Mitgliedern. Ja, eine starke Linke ist Voraussetzung dazu, dass man tatsächlich die Verhältnisse wieder von den Kopf auf die Füße stellt. Liebe Genossinnen und Genossen, was mir wirklich Angst macht, das ist zurzeit die Kündigung des INF-Vertrags. Ich weiß nicht, ob,
ob euch das alle schon so richtig bewusst geworden ist, was da passiert. Das ist also der Vertrag, wo atomare Mittelstreckenraketen durch einen Vertrag eigentlich abgerüstet worden sind. Jetzt haben wir die Situation, dass die USA diesen Vertrag gekündigt hat. Warum ist es so gefährlich? Jetzt gehöre ich ja zu denen, die schon ein paar Jahre unterwegs sind, und ich kann mich noch gut erinnern, 80er Jahre, wo wir in Bonn mit 100.000 Leuten gegen die atomare Aufrüstung protestiert haben. Was war da der Punkt? Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund war, wir haben die Situation gehabt, die haben wir heute noch. Wir haben Interkontinentalraketen, Russen, Amerika, und wir haben gesagt, wer als Erster schießt, der stirbt als Zweiter. Das war damals die Doktrin. Und dann hat man begonnen, atomare Mittelstreckenraketen zu bauen und aufzustellen. Das war damals bei den Russen die SS-20, bei den USA die Pershing 2. Warum sind die so gefährlich? Und warum ist das so ein Riesenproblem für den Frieden? Weil diese Mittelstreckenraketen eben nicht Waffen sind, wo man sozusagen gegenseitig sich zerstört und wer als Erster schießt, schießt als Zweiter. Die Vorwarnzeiten aus Europa nach Russland für eine solche Rakete ist noch 5 oder 6 Minuten. Bei Interkontinentalraketen sind es 30 Minuten. Das bedeutet allein schon, dass ein Krieg aus Versehen, ein Atomkrieg aus Versehen wahrscheinlicher wird. Weil der da in Russland sitzt und aufpasst, was kommt da geflogen. Der muss in 5 Minuten entscheiden, ist das gefährlich oder ist nicht gefährlich. Und wenn es gefährlich sind, dann müssten die eigentlich ihre atomaren Langstreckenraketen abfeuern. Warum? Weil die Mittelstreckenraketen genau auf die Silos der Langstreckenraketen zielen. Und das Problem ist dann folgendes. Die Doktrin, wer als Erster schießt, stirbt als Zweiter, stimmt nicht mehr. Sondern wer als Erster schießt, kann möglicherweise gewinnen. Ein Atomkrieg ist durch solche Waffen gewinnbar. Und wenn jetzt der amerikanische Präsident solche Waffen wieder installieren will und die Polen im Übrigen gleich bereit sind, da mitzumachen, wenn also jetzt diese Waffen wieder installiert werden sollen, liebe Genossinnen und Genossen, dann ist die Kriegsgefahr größer. Und deshalb müssen wir alles tun, dass wir diese Aufrüstung verhindern. Und wir müssen die SPD dazu zwingen, dass sie dort Position bezieht und dass wir nicht hinterherlaufen hinter dem verrückten Trump mit der blonden Locke in den USA. Das ist Weltkriegsgefahr, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da müssen wir uns aufstellen dagegen. Es ist schon angesprochen, 2%, liebe Genossinnen und Genossen, 2% sollen wir von unserem Bruttoinlandsprodukt für Rüstung ausgeben. Ist das eigentlich notwendig? Von wem werden wir eigentlich bedroht? Ich habe mir die Zahlen nochmal angeguckt und die sind wirklich sehr, sehr interessant. Russland gibt zurzeit, das waren Zahlen von 2017, 66 Milliarden Dollar für Rüstung aus. Russland 66 Milliarden Dollar. China 228 Milliarden Dollar. Die NATO 946 Milliarden Dollar. Das heißt, jetzt gibt die NATO schon dreimal so viel aus als Russland und China zusammen. Gegen wen wollen wir uns eigentlich aufrüsten? Haben die zu viel Kriegsspiele im Internet geguckt oder wie? Oder die Flinten-Uschi, hat sie vielleicht da irgendwie ein Problem, dass sie sich bedroht fühlt von irgendjemand? Liebe Genossinnen und Genossen, eine weitere Aufrüstung ist allein aus militärischen Gründen vollkommen sinnlos und vollkommen überflüssig. Deshalb müssen wir Linken auch in dieser Frage alles tun, um zu sagen, nein, eine weitere Aufrüstung in Richtung 2% ist nicht nötig. Auch militärisch nicht. Was wir brauchen, ist Abrüstung, weil wir dringend Aufgaben hätten im sozialen Bereich, die gelöst werden müssen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir brauchen keine weitere Aufrüstung. Jetzt habe ich da noch ein schönes Zitat gefunden, ist wirklich nett. Da berichtet die Rheinland-Pfalz online, was die SPD denn dazu gesagt hat. Zumindest vor der Wahl. Sie hat gesagt, NATO-Rüstungsziel mit SPD unmöglich. Das war der damalige Fraktionsvorsitzende Oppermann. Das war vor der Wahl. Zurzeit habe ich den Eindruck, dass die SPD da wegtaucht. Die will das von dem gar nichts mehr wissen. Die will nicht in Konfrontation gehen mit der Bundesregierung bei diesem 2%-Ziel, sondern sie will mitmachen, liebe Genossinnen und Genossen. Und dann ist unsere Aufgabe als Linken, auch die SPD zu stellen. Die SPD zu sagen, wenn sie es ernst nimmt mit dem, was sie im sozialen Bereich vorhat,
Janine hat darauf hingewiesen, dann brauchen wir Geld für andere Sachen als für Raketen, da brauchen wir Geld für andere Sachen als für Panzer, da brauchen wir Geld für andere Sachen als für Fregatten oder sonst was, sondern da brauchen wir Geld im sozialen Bereich. Das ist auch die Voraussetzung, dass wir die AfD wieder in den Griff kriegen, dass es allen besser geht, auch denen, die gegenwärtig wenig Geld haben, die im unteren Lohn sitzen, die möglicherweise alleinerziehend sind. Da muss das Geld hin und nicht an die Rüstungskonzerne, liebe Genossinnen und Genossen. Und dann natürlich noch ein Wort zu dem Trump. Also, was für ein Präsident. Jetzt hat ihn sein eigener Anwalt als Rassist, Betrüger, Schwindler und ich füge noch hinzu, Erpresser ist er auch noch bezeichnet. Wer hätte sich vorstellen können, dass so einer Präsident wird? Ich kann mich nur erinnern, da war Reagan der Präsident. Da haben wir schon gesagt, mein Gott, ein Cowboy im Weißen Haus, der war ja Schauspieler, ne? Der war ja so in Westernfilmen gespielt. Da haben wir gedacht, na, das ist ja schon eine Katastrophe. Aber jetzt haben wir den Trump. Genossinnen und Genossen, Strafzölle. Nun geht es darum, dass er sagt, America first, nach dem Motto, wenn jeder an sich denkt, denkt jeder an alle. Und damit ist allen geholfen. Und zu was führt das? Wohin geht der Weg, den der will? Die Strafzölle, die der erhebt, führen dazu, dass natürlich momentan die ganze Weltwirtschaft ziemlich ins Trudeln gerät und dass er vor allen Dingen auch seine eigene Wirtschaft gefährdet. Denn ein großer Teil der Autos, die jetzt natürlich wieder von den Chinesen mit Zöllen belegt werden, ein großer Teil der Autos, auch unsere Autos aus Deutschland werden ja in den USA gebaut, die Kanzlerin hat darauf hingewiesen. Wenn man also in so einer Situation Zölle erhebt und sagt, Autos gefährden die Sicherheit der USA, also er macht ja das zum Sicherheitsproblem. Die Importe von Autos aus Europa sind ein amerikanisches Sicherheitsproblem. Da kann ich nur sagen, da ist Coca-Cola mehr ein Sicherheitsproblem als unsere Autos, weil man von Cola krank wird, weil so viel Zucker drin ist. Das ist dann eher ein Problem. Also das ist eine vollkommen absurde Situation. Viel gefährlicher ist aber auch noch das Iran-Abkommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit schon mal auseinandergesetzt habt. Da haben wir also China, Russland, Europäer, auch die Amerikaner, den Versuch unternommen, ein Abkommen mit dem Iran zu treffen, dass die aufhören, Atomwaffen zu bauen. Die haben sie darauf eingelassen. Kaum ist der Trump an der Macht, kündigt er das Abkommen. Jetzt sagen die Europäer, nein, wir finden das Abkommen trotzdem gut. Wir wollen, dass es weiter eingehalten werden. Und was macht der Trump? Der sagt, alle Unternehmen in Europa, die weiter mit dem Iran Geschäfte machen, können keine Geschäfte mehr mit USA machen. Ergebnis ist, dass der Handel, alles, was mit dem Iran läuft, zurzeit im Prinzip ins Erliegen kommt. Bei mir war einer am Tisch gesessen, ist der Chef der Luftfahrtindustrie von uns, er sagt, er würde in einem halben Jahr in kein iranisches Flugzeug mehr einsteigen, weil die keine Ersatzteile mehr kriegen und damit sein eigenes Leben gefährdet wäre, wenn er da mitfliegt. Genossinnen und Genossen, der Punkt ist, dass der Trump mit diesen exterritorialen Sanktionen eigentlich seine Interessen den anderen aufzwingt. Exterritoriale Sanktionen sind eigentlich im Völkerrecht nicht zugelassen. Er macht sie trotzdem. Und das Einzige, was da hilft, Genossinnen und Genossen, ist nicht dem Trump hinterherlaufen, sondern das Einzige, was hilft, ist eine eigenständige europäische Politik, die dem Trump auch die Grenzen zeigt. Und da muss man eben mitmachen, da muss man nicht hinterherlaufen, wie das die Bundesregierung teilweise macht. Da muss man sich dagegen stellen und muss sagen, was ist eigenständiges Europa heißt, Zusammenhalt in Europa und dem Trump zeigen, wo der Hase hängt. Denn so klein ist unser Markt auch nicht mit 500 Millionen Bürgern. Und wenn wir das hinkriegen wollen, dann heißt es aufstehen gegen Trump, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist der Punkt, den wir zur Zauber als Europäer brauchen. Dasselbe ist mit der Nord Stream 2 Leitung. Das sind jetzt alles Themen, mit denen ihr euch vielleicht nicht immer beschäftigt, aber es sind ganz spannende Themen. Worum geht's da? Die Russen bauen eine zusätzliche Leitung für Gas nach Europa. Jetzt findet der Trump das schlecht. Warum? Weil er selber in den USA so viel Gas produziert, dass er das Gas gerne in Europa verkaufen würde. Sein eigenes natürlich. Und jetzt was macht er? Er sagt, Moment mal Freunde, wer sich an dieser Nord Stream 2 Leitung beteiligt am Bau, auch deutsche Unternehmen, der kann in den USA keine Geschäfte machen. Genau dieselbe Situation wie gegen den Iran. Zu was führt das? Zu was führt das? Das führt natürlich in der jetzigen Situation, dass Nord Stream 2 möglicherweise gefährdet ist.
und wir dann LNG-Gas, Flüssiggas, das viel teurer ist als das Russengas, bei den Amerikanern kaufen müssen. Das ist der Sinn. Und das hat mit vernünftigen bilateralen Beziehungen, mit vernünftigen Beziehungen zwischen Ländern nichts mehr zu tun. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Trump ist eine Gefahr für den Weltfrieden. Trump ist eine Gefahr eigentlich für die Welt. Ich kann nur hoffen, dass dieser Spuk bald vorbei ist, liebe Genossinnen und Genossen. Ich habe über eine starke EU gesprochen. Was heißt es? Die EU hat einen großen Vorteil gehabt in den letzten Jahren. Sie war ein Friedensprojekt. Wir haben dieses Friedensprojekt in der Weise erreicht, dass zwischen den Ländern kaum noch kriegerische Auseinandersetzungen denkbar sind. Aber wir haben eine EU, die uns so, wie sie ist, nicht gefällt. Wenn man mit den Griechen über die Europäische Union redet, dann halten die sich automatisch den Geldbeutel zu, weil sie wissen, EU geht ihnen ans Leder. Ähnlich wie in Spanien, ähnlich wie in Portugal. Liebe Genossinnen und Genossen, es geht darum, dass wir die EU in eine Union umwandeln, in der es nicht nur um den Handel, nicht nur um Kapitalinteressen, sondern vor allen Dingen um vernünftige, gleichwertige Lebensbedingungen in Europa hinkriegen. Das ist die Aufgabe der Europäischen Union. Und das müssen wir denen auch sagen. Und zu diesen gleichwertigen Lebensbedingungen gehört zum Beispiel eine gleiche Steuerpolitik. Und wenn sich einzelne Länder in der EU wirklich ganz bewusst der Steuerzahlung entziehen, zum Beispiel die Iren, und dann aber Hilfen der Europäischen Union wollen. Oder wenn auf der anderen Seite die Polen sich gegenüber Ausländern in einer Art und Weise verhalten, dass es unerträglich ist, oder auch die Ungarn, dann müssen wir auch sagen, eine solche Union wollen wir nicht. Und Zahlungen der Europäischen Union an diese Länder sind auch abhängig von solidarischem Verhalten, liebe Genossinnen und Genossen. Das kann man Ihnen alles so nicht durchgehen lassen, wie es momentan läuft. Aber, Genossinnen und Genossen, an einer Stelle hat er recht, der Trump. Das ist die Exportstrategie der Bundesrepublik. Was wir machen ist, dass wir unsere Probleme in der Weise nach außen verlagern, dass wir bei weitem mehr exportieren, als wir importieren. Das ist ein Problem. Das hat die Bundesregierung nicht erkannt. Die freut sich immer, wenn wir hohe Überschüsse haben. Warum ist das ein Problem? Ja, weil den anderen, wenn sie immer mehr kaufen, bei uns, als wir ihnen abkaufen, irgendwann in der Situation sind, dass sie kein Geld mehr haben. Eigentlich logisch. Ich probiere es mal an einem Beispiel. Monopoly, das kennt ihr, das Spielchen, oder? Da gab es ein paar teure Straßen, das war die Parkstraße, glaube ich, und die Schlossallee oder so. Das waren die teuren Straßen, ne? Wisst ihr noch, früher, die Spieler. So, jetzt stellt euch mal vor, da spielen welche. Und der die Schlossallee und die Parkstraße hat, hat das Glück, dass alle Spieler immer auf diese Straßen kommen, bei ihm kräftig zahlen müssen, aber der Spieler selber fährt nie auf eine andere Straße und zahlt bei den anderen nie. Was ist dann die Folge bei dem Spiel? Na, irgendwann geht allen anderen das Geld aus. Irgendwann haben sie ja. Was macht man dann bei Monopoly? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, das Spiel ist aus. Das ist in der Realität schwer möglich. Die zweite Möglichkeit ist Schuldenschnitt. Man fängt neu an und die kriegen wieder Geld. Und genau das haben sie nicht gemacht, sondern die Situation geht immer weiter. Wir haben nach wie vor unsere Überschüsse und den anderen geht wieder das Geld aus. Und damit ist natürlich ein Riesenproblem für die weitere Entwicklung der europäischen Wirtschaftspolitik vorhanden. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, ist es wichtig, dass wir sagen, wo ist denn unsere Alternative? Janino, gut aufgezeigt, wo die sozialpolitischen Probleme liegen. Das ist nicht nur aus sozialpolitischer Sicht richtig, unsere Forderungen da durchzusetzen, sondern auch aus wirtschaftspolitischer Sicht. Wir müssen in Deutschland Investitionen stärken, wir müssen die Löhne raufsetzen, wir müssen die Investitionen stärken, wir müssen die Renten erhöhen, damit wir die Nachfrage organisieren, dass wir auch den anderen Ländern wieder mehr abkaufen können. Wenn wir das nicht tun, geht denen das Geld aus. Wenn ihnen das Geld ausgeht, gibt es wieder Finanzkrise. Das heißt, da zahlen wieder einige, weil es anders gar nicht geht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Mindestlohn durchsetzen, Kolleginnen und Kollegen. Nicht nur, weil die Leute das Geld brauchen. Nicht nur, weil sie sonst zu wenig Rente kriegen, sondern auch, weil wir damit die Kaufkraft in der Bundesrepublik Deutschland stärken. Deshalb ist es notwendig, dass wir höhere Renten durchsetzen. Deshalb ist es auch notwendig, dass wir über die Frage der Leiharbeit und der Befristung reden. Das sind alles Dinge, die die Löhne bei uns hemmen. Sie zu erhöhen, dort vernünftige Politik zu machen, ist ein Beispiel dafür, wie man auch zu ausgeglichenen Handelsbilanzen kommen. Und deshalb ist unsere Politik an dieser Frage vollkommen richtig, Kolleginnen und Kollegen.
Und wenn wir 1 Million Leiharbeiter haben in diesem Land, 1 Million, dann ist es ein Zeichen dafür, wie bei uns die Löhne gedrückt werden. Und wenn wir wissen, dass 8,3% der Beschäftigten, das ist der größte Wert, den wir je hatten, nur noch befristet beschäftigt sind, dann wissen wir, dass das auch eine Methode ist des Lohndrückens. Und jetzt will ich euch nochmal was sagen zur Leiharbeit. Wisst ihr, ich war am Anfang eigentlich dagegen, dass wir sagen, Leiharbeit verbieten. Ich dachte, da kriegen wir sowieso nie eine Mehrheit und eigentlich reicht es, wenn wir das vernünftig regeln. Ihr kennt unsere Forderung, Leiharbeit, gleicher Lohn bei gleicher Arbeit ab dem ersten Tag plus 10% Flexibilitätszuschlag, dann wäre der Spuk wahrscheinlich auch erledigt. Aber ich kann euch mal sagen, warum ich da meine Meinung geändert habe. Schaut euch mal an, wie Leiharbeit funktioniert. Wenn ein Unternehmer einen einstellt, dann stellt er den dann ein, wenn er mehr bringt, als er kostet. Sonst stellt er ihn nicht ein. Wenn also einer bei einem arbeitet und er bringt mehr, als er kostet, dann hat er einen Job. Jetzt wollen aber bei Leiharbeit an demselben Beschäftigten, an demselben Menschen, zwei verdienen. Nämlich der ihn einstellt und der, der ihn verleiht. Das kann nicht funktionieren, da müsste der doppelt so viel arbeiten. Das kann er nicht. Das geht nur dann, wenn es auf seine eigenen Löhne geht, wenn es zu seinen Lasten geht. Leiharbeit vom System her ist immer Betrug am Menschen. Und deshalb müssen wir Leiharbeit prinzipiell verbieten, liebe Genossinnen und Genossen. Und die andere Seite dieser prekären Verhältnisse ist natürlich die Vermögensverteilung. Die hängt unmittelbar mit dem zusammen. Im Übrigen, ich erinnere daran, dass der Schulz, also Spitzenkandidat der SPD war, zwei Dinge oder drei Dinge gesagt hat. Drei. Das erste, was er gesagt hat, wir müssen Arbeitslosengeld 1 wieder länger bezahlen. Das zweite, was er gesagt hat, Befristungen nur noch aus sachlichem Grund, sonst gibt es keine mehr. Und das dritte, das war das Wichtigste, er hat gesagt, man kann Fehler machen, aber man muss sie korrigieren. Und dann hat er einen Hype gehabt, dass er in den Umfragen besser war als die Merkel. Wir haben damals teilweise bei uns auch daran geglaubt, aha, Rot-Rot-Grün könnte vielleicht funktionieren. Was ist passiert? Die eigene Partei hat ihn zurückgepfiffen und es ist kläglich gescheitert. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist aber die Voraussetzung dafür, die Ordnung auf dem Arbeitsmarkt wiederherzustellen, dass wir einigermaßen vernünftige Löhne und einigermaßen vernünftige Renten wieder kriegen. Das, was die jetzt bei den Renten machen, ist ja ganz nett. Sie sagen eine Mindestrente, aber der entscheidende Punkt bei der Rente sind durch die Löhne. Wenn man weniger Löhne hat, hat man weniger Rente. Also müssen wir gucken, dass die Löhne steigen und die Renten. Und die Gewerkschaften stärken, genau. Starke Gewerkschaften sind Voraussetzungen für vernünftige Löhne. Und deshalb sage ich auch nochmal, liebe Genossinnen und Genossen, die Forderung, die wir haben, dass wir sagen, wir wollen möglichst viele Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklären. Wir wollen die Zustände auf dem Arbeitsmarkt nicht, dass welche für 3, 4 oder 5 Euro arbeiten, trotzdem, dass wir Mindestlohn haben. All diese Verhältnisse sind nicht akzeptabel. Die müssen wir ändern. Und ich bin mir genauso wenig wie die Janine sicher, ob die Sozialdemokraten das, was sie sagen, ernst meinen oder ob sie da nur blöffen. Aber ich kann euch sagen, wir werden sie im Bundestag nageln und werden das einbringen, was sie gegenwärtig selber als Forderung stellen, liebe Genossinnen und Genossen. Und jetzt nochmal zur Vermögensverteilung. Das sind jetzt ein paar Zahlen, aber die sind sehr interessant. Im Jahre 2017 gab es bei uns 15.080 Menschen, 15.000, die hatten ein Vermögen von mehr als 30 Millionen. Also das waren eher die Bessergestellten, könnte man sagen, ne? 30 Millionen. Die Zahl dessen, was sie hatten, also das Geld, das sie hatten, waren insgesamt 1,815 Billionen Euro, also 1.815 Milliarden Euro. Das sind Zahlen, die kommen sind. Das ist ungefähr die Hälfte unseres Staatsvermögens, also unseres Bruttoinlandsprodukts, so muss man sagen. Das, was die an Vermögen haben. Dieses Vermögen ist innerhalb von einem Jahr um 15,6% gewachsen. Nur das Vermögen derer, die über 30 Millionen haben. Unsere Forderung nach Vermögensteuer ist 5%. Eigentlich zu wenig. Wenn man von 15,6% Zuwachs eine Vermögensteuer zahlt von 5%, dann bleiben denen immer nur 10%. Geht mal auf die Bank und sagt, ihr wollt 10% Zinsen. Der lacht euch aus und schmeißt euch raus.
oder halt gleich die mit den weißen Turnschuhen und dem Krankenwagen. Also ich kann nur sagen, das ist unvorstellbar. Und das bedeutet, dass allein das, der Zuwachs, den sie hatten, 245 Milliarden Euro war in einem Jahr. Nur die Menschen, die über 30 Millionen haben. Und deshalb ist es notwendig, dass wir in dieser Frage einschreiten. Und deshalb ist es notwendig, dass wir hier ganz klar und deutlich eine Vermögensteuer einführen, die insbesondere die Oberen trifft, weil wir das mit den Löhnen gar nicht mehr hinkriegen. Wir können in der ersten Verteilung, wo es um Lohn und Profit geht, solche Forderungen, wenn wir stellen, halten die uns per bescheuert. Es geht auch nur noch darüber, dass wir über höhere Besteuerung der Unternehmen wieder einigermaßen gleichwertige Vermögensverhältnisse herstellen. Das ist die Aufgabe der Linken. Und daran müssen wir kämpfen, liebe Genossinnen und Genossen. Und lass mir das noch mal an einem Beispiel machen. Die von mir sehr geschätzte Frau Schäffler, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist die von der Firma Schäffler, ne? Die war ja vor kurzem mal fast pleite, da hat sie nur 4,5 Milliarden gehabt. Inzwischen habe ich gestern noch mal nachgeguckt, die hat jetzt ein Vermögen von 17 Milliarden Euro, also meins, also ihrs, ne? 17 Milliarden. Ne? So, jetzt habe ich mal geguckt, wie lange müsste eigentlich ein normaler Mensch, also Leistungsgesellschaft, so richtig ranklotzen und müsste Überstunden machen, so müsste sich also verausgaben, dass er also ein Vermögen kriegt. Wie lange müsste der arbeiten bei einem einigermaßen durchschnittlichen Lohn in der Bundesrepublik Deutschland, dass er ein Vermögen hinkriegt von 17 Milliarden Euro? Ich habe das mal ausgerechnet. Der müsste 375.000 Jahre alt werden. Also der müsste 375.000 Jahre werden, hätte dann so, ich habe jetzt mit 45.000 Euro, das ist so der durchschnittliche Verdienen in der Bundesrepublik, ich habe 5.000 Euro dazu gerechnet, weil er fleißig ist und Überstunden macht, dann müsste er 375.000 Jahre alt werden, damit er das Vermögen kriegt. Wisst ihr, das stimmt aber gar nicht, weil er hätte nur dann das Vermögen, wenn er in der Zeit nichts frisst und nichts sauft, ne? Wenn er also noch lebt in der Zeit, kommt er mit 50.000 Euro trotzdem nie auf ein Vermögen von 17 Milliarden Euro. Was bedeutet das, Genossinnen und Genossen? Wir haben ja über Enteignung gesprochen. Eigentlich ist das, was also mit eigener Arbeit hat das die Schäfflerin nicht geschafft. Ne? Die hat ja auch geerbt, das war das typische Beispiel, so geerbt und dann hat sie halt das Geld sozusagen vermehrt. Aber warum? Das Geld hat sie deshalb vermehrt, weil andere gearbeitet haben. Und die anderen sind faktisch enteignet worden durch die Schäffler. Und wenn wir sagen, wir wollen da höhere Steuern, dann geht es nicht um das, dass wir irgend ans Leder wollen oder denen was nehmen. Wir wollen unser Geld zurück, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist es, wenn wir höhere Steuern. Wir wollen es zurück, was wir denen schon gegeben haben. Das ist der Punkt. Es gibt übrigens, das war ja bei der gestrigen Recherche, das hat mir dann irgendwann Spaß gemacht, ich habe mir geguckt, gibt es denn eigentlich irgendein Lebewesen, das überhaupt so lang lebt? Ne? Also 375.000 ist ja doch ein bisschen, also wir bemühen uns ja, wir werden auch älter, wir werden so älter, dass die Rentenversicherung immer sagt, sie hat ein Problem. Darum macht die Bundesregierung eine Politik nach dem Motto, früher durfte der Rentner bei Rot über die Straße, inzwischen soll er, dann haben wir auch Probleme gelöst. Ne? Also, es gibt tatsächlich ein Tier, das wird sehr alt. Jetzt muss ich schauen, dass ich das richtig vorlese. Das heißt Skdymastra jubin. Das ist ein Schwamm. Der wird 10.000 Jahre alt. Das Problem bei dem Schwamm ist, der arbeitet nicht. Also auch da ist es nicht möglich, dass selbst der Schwamm, ne? Also, aber der Schwamm, der müsste ja 375.000 Jahre alt, dass er das einigermaßen hinkriegt. Also es haut nicht hin. Mit eigener Arbeit kriegst du in diesem Land kein Vermögen, so wie das Land zurzeit aufgebaut wird. Und trotzdem müssen wir genau deshalb drüber nachdenken. Wie kriegen wir hin, dass wir einigermaßen vernünftige Verhältnisse in diesem Land haben? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Löhne, Renten und Steuern. Und da müssen wir ran. Und wenn dann welche sagt, wir wollen Steuern, mein Gott. Unter Kohl war der Spitzensteuersatz 53%. Jetzt ist er 42. Ich habe manchmal den Eindruck gehabt, der Kohl war Sozialist, der hat es noch nicht gesagt. Wenn wir heute einen Steuersatz von 53% diskutieren, dann reden die ja schon, als wären wir knapp vor der Einführung der DDR.
Ja, dann war der Kohl ja DDR-Chef und nicht Bundesrepublik Deutschland. Das sind alles Positionen, die wir schon mal hatten, liebe Genossinnen und Genossen. Und es ist den Gegnern, den politischen Gegnern gelungen, in den letzten 20, 30 Jahren das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Neoliberalismus heißt das Rad der Geschichte zurückdrehen. Und wir müssen das Rad des Fortschritts drehen. Und deshalb wollen wir wieder Verhältnisse, in denen alle in diesem Land gut leben können. Und nicht bloß die mit 30 Millionen Vermögen, liebe Genossinnen und Genossen. Und dann sind wir natürlich auch beim Thema, das hat schon eine Rolle gespielt. Das ist tatsächlich das Wohnen. Also man sagt gängigerweise, 30% des Einkommens, das man hat, soll man für Wohnen ausgeben. Auch wenn man einen Kredit will und bei der Abzahlung, ist ja berücksichtigt. Also 30% ist so die Grenze, was man sagt, das ist so, was man von seinem Einkommen für Wohnen ausgeben soll, ein Drittel. Inzwischen ist es so, dass von den Haushaltseinkommen, die 4.000 Euro haben, das sind nicht die Ärmsten, schon 44% für Mieten ausgegeben werden müssen. Also schon fast die Hälfte. 44%. Das, was die Bundesregierung gemacht hat, Mietpreisbremse, war vollkommen wirkungslos. Die Mieten sind genauso gestiegen wie vorher. Und wenn man sich das im Detail anschaut, dann haben wir zum Beispiel eine Mietpreissteigerung in Berlin vom ersten Halbjahr 2008 aufs erste Halbjahr 2018 von 104%. Wir haben da eine klare Position, wir sagen, die Mieten dürfen nicht schneller steigen als die Inflation. Das ist die Zielsetzung. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das hinkriegen. Also wir fordern natürlich mehr Wohnungsbau, die anderen haben die Wohnungen privatisiert, das wissen wir alles. Aber ich habe die Befürchtung, liebe Genossinnen und Genossen, dass wir das auch mit noch so intensivem Wohnungsbau nicht hinkriegen, dass die Mieten wieder über Marktverhältnisse sich so entwickeln, dass ein normaler Mensch wieder wohnen kann. Also die Leute, die in Städten wohnen, selbst die Polizisten können sich schon fast die München verteidigen, die können in München verteidigen, die München bewachen, die können ja schon fast nicht mehr in München leben, weil sie sich die eigenen Mieten nicht mehr leisten können. Und wir haben Situationen, dass wenn eine Krankenschwester, mein Gott, bei den Löhnen, die kann keinesfalls mehr in Großstädten leben, weil die Mieten, die fressen ja das Einkommen auf, da bleibt ja nichts mehr übrig. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will das auch mit aller Klarheit sagen, eine Enteignung zum Beispiel von Deutsche Wohnen, eine private Wohnungsbaufirma, für absolut angemessen und möglicherweise den einzigen Weg, um möglichst kurzfristig wieder zu vernünftigen Mietpreisen zu kommen. Und da hängt noch was anderes dran. Wenn man sich, ich habe mich auch nur nochmal mit dem Thema beschäftigt, weil es mich interessiert hat, was läuft da eigentlich. Diese Deutsche Wohnen hat insgesamt 165.000 Wohnungen in Deutschland. Zigtausend in Berlin, also ungefähr 15.000, 16.000 in Berlin, wenn ich es richtig weiß. Diese Deutsche Wohnen schaut natürlich, dass sie in den Gebieten, wo jetzt Mieter drin ist, die aber eine hohe Wertsteigerung ermöglichen, möglichst rasch zu dieser Wertsteigerung kommt. Was macht sie da? Sie lässt die Wohnungen verwahrlosen, sie renoviert nicht mehr. Heizungen im Winter werden abgestellt, die funktionieren nicht mehr. Es gibt Räumungsklagen, wenn die Mieter dann sagen, wir machen Mietminderung, weil die Heizung nicht mehr stimmt. Sie machen Mieterhöhungen, wenn sie irgendeine kleine Reparatur durchgesetzt haben. Liebe Genossinnen und Genossen, wer sich so verhält, wenn sich ein privates Unternehmen so verhält, dann ist der Artikel 15 des Grundgesetzes tatsächlich eine Möglichkeit, indem man sagt, ja, Mieten ist ein Grundrecht und das Recht auf Leben und das Recht auf Wohnen steht über dem Recht auf Eigentum. Und deshalb ist es richtig, dass man diese Leute enteignet, liebe Genossinnen und Genossen. Und dann stellt sich... Ja, das haben wir auch korrigiert. In Berlin wird es auch korrigiert und ist schon korrigiert. In Berlin zum Beispiel wurde eine Politik gemacht, dass die alte Regierung, war die CDU beteiligt, das Wasser privatisiert hat. Inzwischen ist das Wasser wieder in kommunaler Hand.
und die Preise sind stabil und die Verhältnisse funktionieren. Alle sind zufrieden. Jetzt setzt sich die Landesregierung in Berlin zum Beispiel dafür ein, dass genau in diesem Bereich Fortschritte erzielen. Und wir Linken unterstützen die Enteignungspositionen, die dort von einer Bürgerinitiative entstanden sind. Ja, da sind Fehler gemacht worden, zu denen müssen wir auch stehen. Das war nicht gut. In der Situation knapper Haushalte war das der falsche Weg und der muss jetzt korrigiert werden. Und deshalb fordern wir jetzt Enteignung von Deutsche Wohnen. Das ist genau der richtige Weg, liebe Genossinnen und Genossen. Im Übrigen, wenn man bei uns über Enteignung spricht, dann ist ja sowieso, dann meint man ja schon, das ist kurz vor dem Weltuntergang. Wisst ihr, was da stattfindet über die Mietpreise? Über die Mietpreise findet eine Enteignung der Mieter statt. Weil wenn einer plötzlich Mietpreise hat, die 50% oder drüber über seinem Einkommen liegen, dann ist es eine Enteignung. Das ist Geld, das den Menschen fehlt für ihren privaten Konsum, für das, dass sie sich selber was ansparen, für das, dass sie selber ihr Leben organisieren. Die Enteignung, liebe Genossinnen und Genossen, da sind ja wir sehr, sehr bescheiden, wenn wir uns einmal sagen, wir wollen enteignen. Sehr, sehr bescheiden. Aber die Enteignung findet tagtäglich statt. Tagtäglich findet sie statt über die Mieten und übrigens auch über die Löhne. Und das wollen wir wieder ändern, liebe Genossinnen und Genossen. Applaus 54% der Berliner finden nach einer Umfrage richtig, dass wir diese Forderung aufstellen. Jetzt hat aber die Diskussion erst begonnen. Und die andere Seite ist natürlich schon in heller Aufruhr, was da die Linken treiben und in welche Richtung es geht. In der Zeit war jetzt, in der aktuellen Zeit, ist ein interessanter Bericht, da geht es darum, der Kapitalismus wird in Frage gestellt und man denkt wieder nach über das, wie man da regulierend eingreifen kann. Ja, eine Möglichkeit, regulierend einzugreifen, ist genau die, die ich gesagt habe. Liebe Genossinnen und Genossen, jetzt muss ich natürlich auch noch ein paar Worte zur CSU sagen. Also wir haben diesen Dieselskandal. Und dann ist klar geworden, dass die deutsche Industrie betrogen und auf Teufel komm raus. Überall werden Entschädigungsleistungen gezahlt, insbesondere in den USA, und bei uns gibt es nichts. Bei uns hat jetzt ein deutsches Gericht ein bisschen da rumgefummelt. Mal schauen, wie das rausgeht. Aber was ist eigentlich passiert? Nachdem es klar war, dass betrogen wurde, übrigens in trauter Einheit der Behörden, die dafür zuständig sind, für diese Frage der Grenzwerte, und der Industrie, hat man einen ganz schlauen Experten aus dem Ärmel gezogen, einen, wie heißt der, Pneu? Ja, einen Lungenfacharzt, danke. Ein Lungenfacharzt. Und er hat gesagt, das, was die anderen alle festgestellt haben, diese Grenzwerte, die da wissenschaftlich ermittelt werden sollen, die sind doch alle falsch. Hat er gesagt, hat alles in Frage gestellt und sofort ist der Scheuer draufgesprungen, ne? Scheuer, kommt das eigentlich von bescheuert? Das ist eine andere Frage. Also Scheuer ist sofort draufgesprungen und hat sofort gesagt, ja, dann ist klar, dann müssen wir unsere Grenzwerte regulieren. Dann ist aber rausgekommen, dass sich bei den Berechnungen, die dieser angebliche Experte gemacht hat, der gesagt hat, die Grenzwerte, die sind viel zu hoch, dass sich der um den Faktor 100 verrechnet hat. Unglaublich. Aber das ist durch die ganzen Medien gelaufen, die Grenzwerte wären falsch. Und dann, was natürlich ganz besonders interessant ist, ich sage hier nicht viel von der AfD, weil die muss man ja nicht dauernd auch noch erwähnen, aber da gibt es den Steffen Quadré, der sitzt auch bei mir im Wirtschaftsausschuss, der hat Folgendes gesagt, ich zitiere, ich sage ganz ehrlich, ich würde lieber am Auspuff eines modernen Dieselautos schnüffeln, als mich Zigaretten rauchend in ein Elektroauto zu setzen. So kann man die Sache natürlich auch sehen, ne? Ich meine, wir können Ihnen das ja mal empfehlen, dass Sie das massenhaft machen sollen. Vielleicht löst sie dann ein Problem. Also das Schnüffeln am Diesel ist ja nicht so ganz gesund. Aber man merkt einfach, Genossinnen und Genossen, dort wird dieses Problem heruntergespielt und verharmlost. Und was notwendig ist, was unsere Position an dieser Frage ist. Erstens, die Grenzwerte natürlich müssen eingehalten werden. Jetzt gibt es eine Diskussion, dass bei uns die Messstationen falsch aufgehängt sind. Also die sind ja irgendwie so ziemlich nah, wo man halt als Fußgänger vorbeigeht an den Straßen. Jetzt gibt es den Vorschlag, man sollte doch mal in 100 Meter Höhe aufstellen. Ne? Dann ist es vielleicht nicht so belastend. Unglaublich, nein. Wir brauchen klare Grenzwerte. Wir brauchen eine klare Richtung, wo wir wollen. Und wir brauchen vor allen Dingen eins, dass die normalen Leute entschädigt werden, und zwar nicht vom Staat, sondern von den Betrügern.
von den Betrügern. Und die Betrüger sitzen in der Automobilindustrie. Die haben zu zahlen, liebe Genossinnen und Genossen. Und der zweite Punkt, auf den man bei der CSU hinweisen muss, das ist dieses unglaubliche, ich muss das noch mal erwähnen, dieser unglaubliche Vorgang um den Herrn Maaßen. Man vergisst es ja so schnell. Was ist da eigentlich passiert? Da gibt es also einen Verfassungsschutzpräsidenten, dann gibt es ja den Vorgang in Chemnitz, wo tatsächlich so die Kanzlerin sagt, dort hätten Menschenjagden stattgefunden. Das waren Menschenjagden. Dann stellt sich die untergeordnete, der Präsident der untergeordneten Behörde hin, der Maaßen sagt, dafür gibt es keine Belege. Und er konnte eigentlich nicht erkennen, dass es dort entsprechend zu solchen Vorgängen gekommen sei. Dann taucht ein Video auf, wo man sieht, dass dort Menschen gejagt worden sind, wirklich auf offener Straße gejagt worden sind, von Leuten, die man einfach nur als rechtsextrem, als nationalistisch bezeichnen kann. Und dann sagt er, dieses Video kann ja auch gefälscht sein. Also irgendwo hat man gedacht, ist der Maaßen eigentlich ein Fake oder was sitzt da rum? Wenn der, dann daraufhin gab es einen Skandal und dann ist gesagt worden, ja, der Maaßen, der ist nicht mehr haltbar. Dann hat sich unsere tolle Nahles von der SPD hingestellt und hat gesagt, ich sorge dafür, dass er wegkommt. Dann gab es einen Kompromiss, der musste gehen, der war klar, der muss weg. Also der Maaßen ist nicht mehr haltbar. Aber wisst ihr, was dann passiert ist? Dann wollte man den befördern zum Staatssekretär, liebe Genossinnen und Genossen. Also einer, der sich so verhält, wird dann befördert zum Staatssekretär. Dann gab es einen Aufstand, dann ist die Nahles schneller nach hinten gerudert, wie sie nach vorne gucken konnte. Und plötzlich war das Problem dann ganz anders. Und das ist das Problem, das wir bei der SPD haben, liebe Genossinnen und Genossen. Sie haben den Bezug zur Realität teilweise verloren. Sie wissen nicht mehr, wie das wirkt, was sie eigentlich tun. Und wenn man da mitmacht, einen, der wirklich sich in der Weise verhält, den auch noch befördert, wenn er missbaut. Das soll mal einer machen, liebe Kolleginnen und Kollegen, Genossen und Genossen im Betrieb. Wenn da einer einen Fehler macht, und sei es noch so ein kleiner, sagen wir mal, es wäre ein ähnlich großer wie der Maaßen, der würde doch fristlos entlassen ohne Abfindung. Fristlos entlassen ohne Abfindung. Und der wird befördert und jetzt ist er im einstweiligen Ruhestand. Wisst ihr, was das heißt? Leistungsloses Einkommen heißt das. Der sitzt rum und kriegt seine alten Bezüge, die sind nicht wenig. Ja, Genossen und Genossen. Also da konnte ich nur sagen, das ist eigentlich meines Erachtens absolut, absolut unerträglich. Und dann komme ich zum Umgang mit den Flüchtlingen. Ich hätte mir nie gedacht, dass die CSU, aber dass die schwierig ist, wusste man immer, aber dass sie so verantwortungslos ist, wie das, was sich in diesem Frühjahr abgezeichnet hat, das war mir wirklich im letzten Frühjahr abgezeichnet, das habe ich nicht geglaubt. Dass also die CSU die Koalition mit der CDU in Frage stellt und sagt, sie geht aus der Regierung raus, weil sich Seehofer bei seinen Flüchtlingen nicht durchsetzen konnte. Jetzt sagen wir mal was zu den Grenzkontrollen. Also ich bin oft in Österreich, da muss ich oft über Kufstein fahren. Wenn ich über Kufstein fahre, habe ich einen Stau von 50, teilweise von 50 Minuten. Warum? Weil da stehen da ein paar und schauen in die Autos rein und halten den Verkehr auf. Wenn ich den Stau umgehen will, die suchen ja Flüchtlinge, dann fahre ich 5 Kilometer über Epps. Das ist der nächste Grenzübergang. Da steht nicht einmal ein Polizeiauto, da ist kein Schwein. Ja, glaubt ihr denn eigentlich, dass der Schleuser, also so Schleuser mit Berufsehre, sage ich jetzt mal, ne? Ein Schleuser mit Berufsehre, der schaut natürlich vorher an, wo steht eigentlich die Schmier, oder nicht? Ja, und dann stellt er fest, aha, die stehen alle in Kufstein und schauen da in die Autos rein. Ja, was macht er denn dann, der Schleuser? Ja, dann wird der Schleuser sagen, schau mal, ob es in der Nähe ein Grenzübergang ist, wo keiner steht. Ja, und wo keiner steht, da fährt er rüber und dann ist der ganze Spuk vorbei mit diesen ganzen Grenzkontrollen. Das, was der Seehofer da macht mit seinen Grenzkontrollen an der Grenze, ist nichts anderes als Populismus. Es hat null Wirkung, weil so blöd, wie der Seehofer meint, ist nicht einmal der Schleuser, liebe Genossen und Genossen. Und das ist das Ergebnis. Also da ist es durchaus sinnvoll, dass man diesem Spuk ein Ende setzt. Und jetzt noch was. Zwei Beispiele. Ein Beispiel von meiner Autowerkstatt Audi in Schweinfurt. Dort kommt der Werkstattleiter von mir und sagt, er hat einen alleinreisenden afghanischen Jugendlichen. Und er hätte gerne, dass dieser Jugendliche bei ihm eine Ausbildung machen konnte, hat ein Praktikum gemacht und er ist so gut und er kann Deutsch und er möchte jetzt, dass der bei ihm ein Praktikum macht. Er darf aber eine Lehrstelle kriegt, er darf ihm aber keinen Lehrvertrag geben, weil die zuständige Behörde nicht zustimmt. Ein persönlicher Freund von mir, der Bevollmächtigte der IG Metall in Coburg, hat einen alleinreisenden afghanischen Jugendlichen bei sich aufgenommen. Den hat er inzwischen adoptiert.
und trotzdem ist er von Ausreise bedroht. Gleichzeitig diskutiert jetzt die Bundesregierung ein Einwanderungsgesetz, damit wir doch Fachkräfte kriegen. Der erste Punkt, den ich da sagen möchte, liebe Genossinnen und Genossen, nehmen wir doch mal die, die da sind, bilden wir sie aus und stellen sie ein, dort, wo sie gebraucht sind, dann haben wir schon einen großen Teil des Problems gelöst, auch humanitär, liebe Genossinnen und Genossen. Und der zweite Bereich, jetzt komme ich zu dem angeblichen Fachkräftemangel. Also den größten Fachkräftemangel haben wir, glaube ich, im Verkehrsministerium beim Minister. Da kann man ja Fachkraft hinstellen. Aber unabhängig davon, die DIHK, also der Deutsche Industrie- und Handelskammer, hat dann definiert, wohin den Berufe, wo man keine Fachkräfte findet. Dann haben es folgende Berufe ausgemacht. Gastronomie, Leiharbeit und Sicherheitsgewerbe. Da fehlen Fachkräfte. Ja, liebe Genossinnen, Genossen, haben die eigentlich, glauben die, mir sind blöd? Also ich sage das immer wieder, bin ja ab und zu eingeladen, auch von Leuten, die aus dem Gastronomiebereich sind. Die jammern dann immer, dass sie keine Leute finden. Dann sage ich, ja, das ist ganz einfach. Macht vernünftige Arbeitszeiten und zahlt anständig, dann kriegt er auch die Leute. Und da braucht man nicht woanders welche holen. Da sind welche da, die müssen wir vernünftig ausbilden und vernünftig zahlen und vernünftig Arbeitszeiten schaffen. Dann haben wir auch welche. Und dasselbe ist im Sicherheitsbereich. Und wenn man dann auch noch Leiharbeit anführt, einen Fachkräftemangel bei Leiharbeit haben, brauchen wir jetzt eine Zuwanderung. Also Genossinnen, Genossen, Leiharbeit weiß jeder, er geht nur in Leiharbeit, weil er keinen anderen Job kriegt, der unbefristet. Der geht doch nicht freiwillig in Leiharbeit, wer geht denn freiwillig in Leiharbeit? Macht doch niemand. Und wenn es einer macht, dann macht das, weil er muss. Und jetzt merken Sie, es gibt zu wenig Leute bei Leiharbeit. Da bewerben sich zu wenig, weil die woanders hingehen, wo es vernünftig bezahlt werden. Ja, und jetzt wollen Sie den Arbeitsmarkt öffnen für Leiharbeiter. Ja, mein Gott, wo kommen wir denn da hin? Nein, da brauchen wir anständige Löhne. Und dann müssen wir da definieren, wo wirklich Fachkräfte fehlen. Und dann müssen wir dort vernünftig die tatsächlich Leute bei uns aufnehmen und entsprechend qualifizieren. Aber nochmal, in erster Linie, die schon da sind, und das sind die richtigen, und die dürfen wir nicht abschieben und die anderen wieder reinholen, haben wir eigentlich einen Knall. Nur weil die CSU ein bisschen spinnt, muss man so einen Unfug nicht machen, liebe Genossinnen und Genossen. Die Vorschläge der SPD gehen übrigens bei anderen Fragen durchaus in die richtige Richtung. Ja, ich halte es für richtig, dass man darüber nachdenkt, wie man die Zusteller und deren Arbeitsbedingungen vernünftig regelt. Ja, absolut richtig. Die Frage ist nur, ob es ausreicht, was die SPD da macht. Das Erste wäre doch tatsächlich, dass man mal den Mindestlohn wieder auf ein vernünftiges Maß kriegt. Da werden die nämlich betroffen teilweise. Und das Nächste ist, dass man natürlich regelt, dass die Leute, die über 3, 4 Subunternehmen Leute hier beschäftigen, kontrolliert werden. Und dass man die Kontrollen erhöht, das ist die Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Da fordern wir seit Jahren, dass mehr Leute eingestellt werden. Und die CDU-CSU hat das im Übrigen immer verhindert. Ich komme an folgende Auseinandersetzung erinnern im Deutschen Bundestag. Da redet der Fuchs, Michael Fuchs, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Michael Fuchs, der ist irgendwie auch aus, nein, der ist nicht aus Bayern, der ist woanders, ja, also der Preuße, aber ist trotzdem nicht schlimm. Also der Fuchs hat eine Rede gehalten und hat gesagt, zur Finanzkontrolle Schwarzarbeit, da kommen dann Leute, Bewaffnete, in die Betriebe, bewaffnete Söldnertruppen und kommen in die Betriebe und vertreiben die Kunden und kontrollieren den Mindestlohn. Dann bin ich aufgeschrieben und gesagt, ja, Herr Fuchs ist unverschämt. Sie haben die deutschen Beamten, die ihr Recht, das Sie geschaffen haben, umsetzen wollen, als Söldnertruppen bezeichnet. Und der, nein, hat er gesagt. Doch, hat er gesagt. Dann habe ich im Protokoll noch geschaut, der hat tatsächlich nicht Söldnertruppen, sondern Zöllnertruppen gesagt. Aber das war jetzt aber auch nicht ganz so schlimm. Sondern dasselbe hat er gemeint. Er hat eigentlich dagegen plädiert, dass die Finanzkontrolle Schwarzarbeit den Mindestlohn kontrolliert. Aber ohne Kontrolle schert sich doch kein Mensch drum, wie die Verhältnisse sind, ob der Mindestlohn zahlen muss oder nicht. Jetzt stellt euch mal vor, wenn jeder bei uns wüsste, bei der Autobahn oder sonst wo, wer hat geblitzt, aber keiner kontrolliert dann wirklich, was eigentlich war. Ja, meint er, dass sich einer an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält? Wenige, würde ich mal sagen. Wenige. Und deshalb muss man den Mindestlohn nicht nur, den Mindestlohn muss man kontrollieren. Und dann müssen die gezwungen werden, auch die Umsetzung ihrer eigenen Gesetze durchzusetzen. Und das müssen wir machen. Wir sind die, die durchsetzen müssen, dass die Gesetze, die für uns wirken, auch umgesetzt werden. Liebe Genossinnen und Genossen.
Aber nochmal zur SPD zurück. Wisst ihr, was eigentlich, ich habe das der SPD immer empfohlen in vielen Gesprächen. Die haben ja nun diese Hartz-Gesetze gemacht. Das war ja für die SPD eine Zäsur. Also, dass es uns gibt, glaube ich, als Linke, als WSG, hat auch mit den Hartz-Gesetzen zu tun. Ohne die, na gut, wenn die SPD immer sozialdemokratisch gewesen wäre, hätten wir uns vielleicht als in der Form so gar nicht gebraucht. Aber das ist Wahnsinn, wenn die SPD ist nicht mehr sozialdemokratisch gewesen, bis heute nicht mehr. Das ist ja ein Problem, weil das ist auch für die Sozialdemokraten ein Problem. Die haben ein Drittel weniger Mitglieder als vor 20 Jahren. Wollen Sie sich mal vorstellen. Die haben es geschafft, dass sie ihre Mitgliedschaft massiv verunsichern. Dass die Leute nicht mehr wissen, was der Weg der SPD eigentlich ist. Und da habe ich immer empfohlen, wenn ihr euer, macht eine Kursänderung, werdet wieder sozialdemokratisch. Und dazu ist notwendig, dass ihr einen Kongress macht. Macht einen Kongress und sagt, aha, seit 98 haben wir regiert, mit Unterbrechungen. Was war in dieser Regierungszeit gut und was war in dieser Regierungszeit schlecht? Das haben sie nie gemacht. Sondern still und heimlich versuchen sie jetzt, eine Änderung durchzusetzen, in welche Richtung es auch immer geht. Sagt der Johannes Kahrs was, das ist ein Haushaltspolitiker der SPD. Der hat Folgendes dazu gesagt. Sie hören in der SPD nirgends, dass die Agenda 2010 ein Fehler war. Das ist das Problem. Große Teile der SPD sind eigentlich nach wie vor davon überzeugt, dass sie das, was sie gemacht haben, richtig gemacht haben. Was war eigentlich das große Problem an diesen Hartz-Gesetzen? Das Problem war nicht die Knechterei der Leute. Ja, das ist alles schlimm, das war eine Katastrophe. Eigentlich Sinn war der andere. Der Sinn der Agenda 2010 war Lohndrücken. Und das ist ihnen gelungen. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel schon mal erzählt habe, ich erzähle es nochmal. In meiner Region damals in Schweinfurt, Firma Schaeffler, die hat drei Betriebe da. Einer Betrieb, der war 200-Mann-Betrieb. Da kam die Betriebsratsvorsitzende und sagte, wir müssen über die Arbeitszeiten reden. Ja, warum Arbeitszeiten? Ja, das ist doch Tarifvertrag geregelt. Das war übrigens ein Kampfbetrieb, der Betrieb. Da haben wir gestreikt, da haben die Leute zum Streik aufgerufen, haben die Leute hinterher gefragt, warum haben wir eigentlich gestreikt? Aber die waren schon gut drauf. Ja. Und plötzlich sind die gekommen und haben gesagt, wir müssen über Arbeitszeiten reden. Ja, wieso Arbeitszeiten? Ja, wir müssen die Arbeitszeiten verlängern. Sag ich, wieso? Weil die Firmenleitung durchblicken ließ, wenn wir nicht 5 Stunden in der Woche ohne Geld weiterarbeiten, statt 35, 40 Stunden Woche, ohne Bezahlung, wenn wir das nicht machen, dann wird in den Betrieb nicht mehr investiert. Hammelburg, also das ist kurz bevor die Scheibe aufhört. Also das ist, da findet man auch so schnell keinen Job mehr. Und dann sind die Leute gekommen, die Kollegen, wir waren zu 99% gewerkschaftlich organisiert im Betrieb, haben gesagt, Klaus, wenn die das wirklich macht, wenn die wirklich nicht mehr investiert, dann verliere ich da über kurz oder lang meinen Job. Wenn ich aber meinen Job verliere, bin 46, dann habe ich nach einem Jahr nicht mehr Arbeitslosengeld 2, sondern nicht mehr Arbeitslosengeld 1, sondern Arbeitslosengeld 2. Arbeitslosengeld 1 ist ja abhängig vom letzten Einkommen. Arbeitslosengeld 2, wenn man weiß nicht. Dann müsste ich ja eigentlich mein Haus auch noch verkaufen, weil mein Haus, das ich gebaut habe, ist zu groß. Das kauft aber kein Schwein in dieser Region ab. Und wenn ich es verkaufe, bleibt mir nichts übrig. Dann habe ich alles, sozusagen mein ganzes bisheriges Leben, in den Sand gesetzt. Und deshalb gebe ich nach, hat er gesagt. Deshalb gebe ich nach und arbeite 5 Stunden in der Woche umsonst. Die ganze Belegschaft ist eingeknickt. Alle 200 Leute haben im Einzelvertrag unterschrieben, dass sie 5 Stunden länger in der Woche arbeiten. Warum? Weil sie Angst vor diesem Arbeitslosengeld 2 hatten, weil sie Angst vor diesen Hartz IV gesetzt haben. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist der entscheidende Punkt, deshalb können wir Linken nie unseren Frieden mit diesem Gesetz machen. Deshalb muss es dabei bleiben. Lohndrückerei muss verhindert werden. Und Gesetze, die den Lohnen drücken, die müssen verschwinden, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist der Grund, ganz einfach. Ja, Kolleginnen und Kollegen, wohin also mit der SPD? Ich hoffe, dass das, was Sie da tun, tatsächlich ernst meinen. Wir werden natürlich da unseren Finger jeweils in die Wunde legen und werden auch versuchen, dort nachzuhelfen, wenn Sie da sozusagen ein bisschen rumeiern. Zum Schluss möchte ich eigentlich nochmal hinweisen auf die Bedeutung des Aschermittwochs. Ich weiß gar nicht mehr, ob das jeder war, was das eigentlich ist. Also Aschermittwoch hat eigentlich den Sinn, ich zitiere da mal,
Seit der Spätantike mussten im Christentum Menschen, denen eine Kirchenbuße auferlegt wurde, am Anfang der Fastenzeit ein Bußgewand anziehen und sie wurden mit Asche bestreut. Jetzt würden mir viele einfallen, die ein Bußgewand anziehen müssten, liebe Genossinnen und Genossen. Gerade in der bayerischen Regierungspartei. Statt dass sie sich da drüben in der Nibelungenhalle selbst feiern, nachdem sie einen riesen Wahldebakel erlebt haben bei der Landtagswahl, wäre es eher sinnvoll, Buße zu tun am Aschermittwoch. Bloß, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei denen reicht nicht aus, dass sie sich ein Aschekreuz aufs Hirn machen. Die müssten eigentlich in den Aschebeutel hineinschlüpfen. Das wäre uns vielleicht ein wenig geläutert. Ich hoffe, dass es uns gelingt, dass wir unsere Positionen auch in Zukunft gegenüber diesen Positionen verteidigen. Und es bleibt dabei, was Hölderlin gesagt hat, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Das Rettende sind wir. Und, liebe Genossinnen und Genossen, wer den Kopf in den Sand steckt, der wird in den Arsch getreten und kann nicht mal sehen, wer es war. Deshalb müssen wir gucken, dass wir bei der Stange bleiben und die Linke weiter stärken. Ich danke fürs Zuhören.